Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von der Legacy Challenge mit Sims 4 und Familie Traumtänzer Hochzeit. Ja, die liebe Alexa Brandenburg heißt sie mit Nachnamen. Die wird ein Familienmitglied werden. Wir haben Hochzeit gerade geplant und der liebe Tassilo, der macht sich gerade hier bekannt. Mit seiner Schwiegermama, der Marina Brandenburg. Das ist natürlich für unseren Einsamgänger hier ein bisschen, ja, ich sag mal, ein bisschen aufregend und so. So, wir müssen mal ein bisschen miteinander flirten. Okay, dann geh doch mal direkt hin. Andersrum. und Techtelmechtel im Schrank. Nein, nicht jetzt. So, Romantik. Ach komm schon, wo können wir denn hier? Baby im Pool flirten, hier. Sie hat ein wunderschönes rotes Kleid an. Also es ist im Grunde wirklich schön. Ich hätte mir nur gewünscht, dass es weiß wäre, aber naja gut. Im Busch Baby machen. Nein. einen Kuss hauchen. Oh, ihr seid echt. Boah, guckt doch mal. Alles total voll hier. So, Romantik, ewige Liebe, hier nochmal flirten. Ich weiß nicht, ob das gerade zu flirten gezählt hatte. Wie auch immer, auf jeden Fall mache ich das nochmal genauso. Super, hat auch funktioniert, wie auch immer. Betty Crane, das ist, glaube ich, die Freundin noch von ihr. Okay, dann würde ich mal sagen, ich stelle mich bei der hier noch gerade vor, bei ihr. Die anderen kenne ich ja eigentlich alle. Mach doch mal das Licht an hier. So, und irgendjemand trinkt da hinten, das ist super. Und Alexa Brandenburg heiraten. Yeah. So, Tom ist hier noch und trauert. Auch der Ted ist noch am Trauern. Eigentlich sind wir auch noch so ein bisschen traurig. Eigentlich sogar 3 Stunden noch. Aber ja, momentan unterhalten wir uns noch. Und dann gehen wir mal los. Und gehen den beiden einfach mal so hinterher. So, jetzt sprinten sie hier. Zack, zack, zack. So, Moment, ich muss jetzt mal mit der Kameraführung gucken. Wir gehen von der Seite hin. Wartet. Stopp. Wo sind die Gäste? Ich hoffe, die Gäste kommen gleich. Ach, wie schön, lauter Senioren hier. Tom muss mal aufs Klo, das ist auch schön. Ach du meine Güte, Tessa, Ted ist natürlich auch noch traurig. Und komm schon. Wo ist Alina eigentlich? Auf jeden Fall zieht ihr Tassilo den Ring raus und ein Kuss. Juhu. So, wunderbar. Also es haben auch einige natürlich hier was erreicht und so weiter. Techtelmechtel, einmal rumblödeln, das ist jetzt einfach mal auch drin. Verführerisch flüstern und Speisen essen. Irgendjemand muss dann hier reingehen und was essen. Alina hat sich gedacht, ach, bleib doch gleich direkt hier drin. Erstes Stück nehmen. Das muss dann, warte mal, Hochzeitstorte anschneiden. Das machen wir gerade noch. Was denn? Irgendwas stinkt hier oder ich weiß gar nicht. Das ist, ach, das ist die Lola Lyons als Seniorin. Das ist unsere Steffi, das müsste die, genau, die Traudel sein. Und Tabea hat mir eigentlich auch eingeladen, das ist Tabea. Alles Geschwister von unserem Tom. So, Tassilo, komm mal. Warum bist du, was ist los?
Müde. Ach du meine Güte, okay. Müde. Wo ist sie? Du bleibst noch stehen, okay. Oh, ich wäre gerne noch hier sitzen geblieben. Oh, und sie kommt nochmal zu spät. Er ist stehen geblieben. So, er schneidet die Torte an. Du hättest sie auch essen können, wenn du gewollt hättest. Ich glaube, muss man auf Toilette oder so. Hochzeitskuchen aufteilen. Ach, wie süß. Was machst du? Komm, wir müssen den Hochzeitskuchen aufteilen. Ach, so ein unsichtbarer. Ach, du grüne, grüne Neune. Okay, ja, super. Ich glaube, dann solltest du mal auf die Toilette gehen. So wie du läufst und so. Ah, schön. So, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange das noch so braucht. Auf jeden Fall lasse ich sie mal gerade die Hände waschen und Zähne putzen. Sie ist nämlich ein bisschen stinkig, aber wenn ich sie jetzt umziehe, zieht sie das Kleid aus. Wobei, ich könnte sie wieder umstylen, ne? Aber so, Tom. Oh, Tom, du hast dich da oben hingelegt. Warum? Ins Sammlerzimmer hat er sich gelegt. Ted schläft übrigens auch. Komm, du kannst ruhig da unten schlafen. Oh, irgendwer ist von... Oder? Oh nein, das kann jetzt echt nicht sein. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, Tabea. Oh no. Das ist Tabea. Oh nee. Flehen, dass Tabea verschont bleibt. Ich versuche das mal. Das kann doch nicht sein, dass die auf unserem Grundstück jetzt hier. Oh mein Gott. Tom, deine Schwester. Oh mein Gott. Das ist jetzt echt nicht wahr, oder? Was? Nein! Nein! Traudel! Oh mein Gott! Nein! Ihr scherzt doch! Ich mache hier gerade eine Hochzeitsparty! Oh nein! Oh nö! Und Tom schläft einfach weiter. Ich habe doch gesagt, du sollst mal hier kommen. Ich glaube, das ist für sie ist es schon echt zu spät. Das waren ja Zwillinge, die beiden. Und, tja, somit ist auch irgendwie Tabeas Grab hier bei uns gelandet. So können wir natürlich auch unsere Familie wieder zurückbekommen. Oh mein Gott, was passiert mit Tom? Sind wir natürlich wieder zwei Tage traurig. Das ist doch... Sag mal, warum haben wir hier so dunkel im Flur? Oh mein Gott. Tom. Ach, wir versuchen nochmal, um Traudel zu fliehen, wobei ich den Gedanken, dass das Grabstein hier ist, gar nicht so schlecht finde. Das ist nochmal die dritte Schwester, aber du bleibst mir am Leben, Steffi. Wir flehen nochmal um die Traudel. Und verschont er sie? Nee. Das Leiden, schreckliche Flehen ist auf taube Ohren. Eine Hochzeit, die wirklich traurig endet. Das kann ich nicht glauben. Oh mein Gott. Sehr arme Tassilo. Meine zwei Tanten, die sterben an meiner Hochzeit mit mir. Auf meiner Hochzeit. Nein. Oh
mein Gott. Sie sind doch schon ausgezogen gewesen. Wir hätten das gar nicht mitbekommen. Warum musste ich heiraten? Oh mein Gott. Das kann doch echt nicht sein. Aber, komm, ich will das doch nur verschieben hier. So. Ich nehme mal die beiden Grabsteine und bringe sie mal hier hinter. Das sind jetzt quasi, wie mache ich das jetzt am dümmsten? Okay, also ich habe hier den Thorsten. Dann kommt der Tristan als zweite Generation. So, als zweite Generation. Und dann haben wir die Zwillinge. Ich muss mal gucken. Traudel. Und, Tabea. Ja. Die starben an der Hochzeit von Tristan und deswegen sind auch ihre Grabsteine nun hier. Das heißt, dass sie im Grunde hier auch, herumgeistern können. Warum bist du eigentlich sehr verspielt? Was ist passiert? Also, du bist auf Toilette oder gehst auf Toilette. Wir sind immer noch mitten bei der Hochzeit, die zwar jetzt eine Goldmedaille bekommt, aber trotz Tod. Und der Sensemann, der ist noch nicht weg. Jetzt guckt er auch noch Fernsehen. Toll. Und unsere liebe Tessa ist nochmal, ja, trauern gegangen. Ich soll doch mal den fragen, warum er jetzt ausgerechnet hier das gemacht hat hier. Wo ist sie denn? Tessa. Unsere Steffi, das ist dann die einzigste, die hier noch lebt. Wo ist denn Tessa? Tessa? Oh, die kommt ganz langsam natürlich hierher. Alexa, du kannst ins Bett. Ja, genau, das macht sie auch schon. Minzfrische Zähne geputzt, okay. Oh, ich wollte noch mit dir reden. Du Saubkorn. So was Doofes. So, dann mach mal aus. Ist nicht an, okay. Geh du mal in dein Bettchen. So. Gott, ich bin total. Ich wollte doch noch Babys machen. Das hatte ich doch vor. Jetzt sind wir traurig. Schon wieder. Wobei, hier ist er eigentlich gar nicht. Doch, da ist er. 10 Stunden. Naja, gut. Ist ihr das auch passiert? 10 Stunden. Jetzt bin ich erschrocken. Ich habe links unten geguckt und rechts oben und so. Tessa, okay, feiert den Geburtstag von Tessa. Ich dachte irgendwie so Feuer oder irgendwie sowas in die Richtung. Ich habe hier gar nicht mehr drauf geachtet, was... Okay, es war nichts Interessantes mehr oder nichts Spektakuläres. Der Sensemann. Zu Besuch auf der Hochzeit von Tassilo. Echt toll. Ja, genau. Der arme Tom. Zuerst verliert er seine Mutter. Ja, die so lange gelebt hat. Zuerst geht sie davon. Und dann... Ja, und dann auch noch die Schwestern. 2 davon. Echt der Hammer. Armer Tom. So, wir haben eine Belohnung bekommen. was? Einige Geräte und Dekoobjekte für deinen Sim sind da gelassen worden. Okay. Dann gucken wir doch mal gerade nochmal nach. Was haben wir denn bekommen? So ein paar Sachen. Wir haben einmal einen Messerblock bekommen. Den haben wir aber schon. Aber egal, den können wir verkaufen. Wir haben eine Nahrungs... Vaporisator.
Das Ding haben wir doch auch schon, oder ist das ein anderes Teil? Nö, das ist das gleiche. Na, dann können wir das doch auch verkaufen. Dann haben wir einen Teekocher bekommen. Ich glaube, den Teekocher haben wir nicht hier stehen. Den könnten wir doch mal rausholen. Dann haben wir noch eine Hochzeitssäule bekommen. Die könnten wir auch mit. Ach nee, wir haben schon zwei vor der Tür stehen. Mehr will ich jetzt auch nicht haben. Und ein Kernstück in voller Blüte. Ach, das haben wir schon mal bekommen, weil wir auch schon da mal eine tolle Dings bekommen hatten. So, ich verkaufe auch mal die Gänseblümchen. Oh Mann. Alle. Kann ich nicht auch auf alle gehen oder so? Dann die Rosen. Kann ich echt nicht auf alle gehen? Ich könnte eingeben. 10, oder? Nee, das geht noch nicht mal. Okay, also alle Rosen. Dann haben wir noch die Erdbeeren, die wir verkaufen. Dann haben wir das hier auch noch. Ja, also das war noch das, was Vanessa noch übrig gehabt hatte. In ihrem Inventar. Die Weintrauben bringen ja schon ein bisschen was, würde ich mal so sagen. Basilikum. So, und dann auch noch diese komische Müllfrucht, die ich immer noch nicht weiß, für was ist sie eigentlich gut. Und dann hatten wir noch die UFOs, 30 Stück an der Zahl. Na dann, das gibt ja einen Haufen Kohle, oder? Also, ja, fast, ne, nicht ganz, 2000. Was ist das? Ein VIP-Eimer für bei Abschluss einer Verabredung auf Goldlevel. Yeah! Ach, das hat Tassilo wahrscheinlich jetzt auch gemacht, sozusagen. Passt das? Warte mal, ich mach mal hier... Ich wollte hier Licht anmachen, das geht natürlich nicht so. Kann ich das nicht irgendwo hinstellen? Komm, dann stelle ich das hier dahin. So. Huch. Ich wollte euch nicht das entnehmen. So, was habe ich denn noch? Jo, das war's. Der Rest sind Kindersachen. Was kann ich denn damit machen? Kokette Arbeit anziehen. Emotional Aura aktivieren. Da wird man bestimmt kokett von. Wir aktivieren sie mal. So, und unser Tom, wo ist er denn eigentlich? Ach so, der isst noch oder so ähnlich. Ein bisschen was hat er noch gegessen. Jetzt räumt er sogar noch auf, meine Güte. Okay, dann kannst du das auch noch gerade aufräumen. Und diesen Joghurt oder so, kann man den noch essen? Den kannst du noch essen. Und dann würde ich sagen, dass du erstmal ins Bett gehst. Und was für ein Geist geistert hier herum? Das ist Tristan, oder? Ja, so von hinten dachte ich mir, das ist Tristan. Gott, die Geschwister Traudel und Tabea, die sind echt auch hier verstorben. Oh mein Gott. Hier müsste mal jemand bewässern. Oh, Alina. Ja, komm, dich schicke ich, glaube ich, hier raus. Guck mal, einmal, nee, warte mal. Was machen wir denn zuerst? Einmal Mikroskopprobe sammeln, dann melken und dann bewässern und alles ernten. Dann hat es jetzt erstmal ein bisschen was zu tun, ne? Und Tristan redet mit den Kartoffeln. Der weiß auch nicht. Er hat nichts anderes zu tun. So, mit diesem, ja, doch ein bisschen schockmäßig, verabschiede ich mich, denke ich mal. Ich muss noch mal ganz kurz gucken, wie viele Tage. Ne, er hat noch ein bisschen. Lina hat auch noch ein bisschen. Tassilo braucht noch ein bisschen bis zur Geburtstagsfeier. Der Ted hat noch 5. Was waren das? Tage. Und Essenz des Glücklichseins haben wir bekommen. Und die Tessa, das hieß doch, die hat jetzt... Oh mein Gott, Tessa. Da müssen wir die nächste Party gleich morgen machen quasi. Oh, wei. Na, erstmal ein Tschüss und Goodbye. Bis zum nächsten Mal. Eure Sagina. Ciao, ciao, ciao.